Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Saturn Orakel im Zeitraum von 7. bis 13. Juli 2018. 7. Juli ist Samstag und Samstag ist ein Saturntag. Astromedizinisch ist Saturn für unseren Knochen, unserem Skelett, aber auch unserem Haut zugeordnet. Unserem Knochensystem gibt uns die Halt, das Hautbild schützt uns und grenzt uns ein von äußeren Einflüssen und bringt unseren Körper in Form. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, was Saturn bei uns auslöst. Gibt uns Halt, Sicherheit, Stabilität, schützt uns und beeinflusst unserem Schicksal. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist der Planet der Karma. Saturn ist der Planet der Zeit, Kronos, der Gott der Zeit, ist nichts anderes als Saturn. Und Saturn ist der große Lehrmeister. Wir sollen dankbar sein, dass Saturn beeinflusst unserem Schicksal und lenkt uns im richtigen Weg. Sein Einfluss ist nicht immer angenehm, aber wir brauchen diesen Saturn-Einfluss. Saturn bewegt sich rückläufig und diese Rückläufigkeit hat einen Bezug zum Vergangenheit und auch alte Karma. Saturn ist auch der Planet der Karma, hütet der Akasha-Chronik, wo unserem Schicksalswegen die Geheimnisse des Lebens beschrieben ist. Saturn bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich belehrt gerade die Steinbock-Geborenen, auch die, wo Aszendent Steinbock haben oder Mond im Steinbock. Saturn steht in Verbindung zum Uranus und das ist eine schöne Verbindung, weil Uranus bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Stier, Saturn in Tierkreiszeichen Steinbock, verbindet sich zwei Erdeelement, also die Verbindung ist harmonisch und die Erdeelement heißt auch fester Boden unter unseren Füßen und zeigt auch die Realität. Der Uranus-Einfluss sorgt für unerwartete Ereignisse und Veränderungen und durch diese Veränderungen löst etwas aus, schicksalhaft. Heute, in diesem 7. Juli, ist auch noch ein Schicksalstag. Und das bedeutet, die Mondbewegung beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unsere Gefühlen. Und in solchem Schicksalstag löst bei uns etwas aus. Und das sind unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Visionen. Und dann kommt dazu die Saturn-Energie, der große Lehrmeister, belernt uns gerade, diese Träume ernst zu nehmen. Saturn ist auch sehr ernst, weil ein Traum kann wahr werden. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Was ist das Kernthema zurzeit, was in unserem Schicksal etwas verändert oder karmischen Begegnungen oder Lernaufgabe? Das wichtige Thema ist Liebe, Partnerschaft, da eine Chance zu geben, ein Treffen. Hier erscheint auch die Luftelement, das heißt, diese Liebe befreit auch, schenkt uns Atmen und die Schwerten bedeuten klare Entscheidungen treffen. Die Zahl 5 bedeutet aber
dass noch Einflüsse von außen da sind. Entweder noch eine dritte Person im Hintergrund, etwas, was noch nicht abgeschlossen ist, aber diese Einflüsse können auch unseren Gefühlen sein, wie Angst oder Zweifel, und das Schwert, wie ein Lichtschwert, sollen wir diese Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl sofort abschneiden, loslassen. Und das ist gerade die Kernthema, eine Chance für die Liebe, nicht mit Angst, sondern das betrachtet wie eine Art Befreiung. Worauf sollen wir achten bei den Gesprächen? Wir stehen in einer Herausforderung und wir müssen unsere Meinung vertreten. Natürlich kann das zum Streit führen. Manchmal ist es besser, schweigen und diesen Kampfplatz verlassen. Oft ist aber klug, unsere Meinung vertreten und nicht davonlaufen. Bei jeder Situation ist es anderes. Hört auf eure innere Stimme, sagt schon richtig, wie sollt ihr damit umgehen. Aber das sind Herausforderungen da, oder versucht jemand euch provozieren, damit hier dieser Kampf entsteht. Nicht provozieren lassen. Die liebe Partnerschaft ist das schicksalhaft. Was sollen wir lernen? Welche Lernaufgabe haben wir zurzeit? So ähnlich wie hier Chance zu geben zu dieser Liebe. Wieder die Luftelement, das befreit diese Liebe. Dann die Schwerten, klare Entscheidungen und Loslassen. Und was vermittelt die Zahl 9? Wir stoßen gerade in unseren Grenzen. Wir spüren die Einschränkungen. Und das sollen wir nicht zulassen, sondern wir sollen einen Schritt weiter gehen, über diese Grenze steigen. Was sollen wir in Bewegung setzen? In welche Richtung sollen wir unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit lenken? Wieder die Liebe, die Gefühle leben, die liebe Partnerschaft in Ordnung zu bringen, weil das gibt die Sicherheit, Stabilität und Schutz. Wenn das um Immobilien handelt, dann um die Verträge kümmern. Das Haus bedeutet für die Liebe Schutz, Sicherheit, Stabilität. Und diese Richtung sollen wir bewegen. Haben wir Glück, ein Glücksfall oder die rechtliche Situation? Wie schaut das aus mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Haben wir vielleicht eine Lernaufgabe? Die Gerechtigkeit, vielleicht die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, sorgt dafür, dass in die Liebepartnerschaft Stabilität kommt. Und genau daran liegt auch das Glück. Wir sollen das zulassen, nicht daran zweifeln. Und weil dieser 7. Juli ist auch ein Schicksalstag, ist wichtig, daran zu glauben, das zu vertrauen. Was ist noch wichtig zum Erlernen? Befreit zu sein von Gefängnis. Und das ist das Innere gefangen zu fühlen. Was hält uns gefangen? Das ist die Angst. Angstfrei leben, weil dann haben wir Atem. Dann können wir wirklich aufatmen in unserem Leben, wenn wir Angst loslassen. Und das ist die Befreiung. Dann kommt auch die Sicherheit, Stabilität, das zeigt die Zahl 4, und die Luftelement befreit. Welche Veränderungen werden kommen? Die Zeit ist August. Diese Veränderungen sind vielleicht nicht sofort da, aber es nähert sich, es werden schicksalhafte
Veränderungen kommen, die Zeit ist August. Sind noch Einschränkungen da? Vielleicht ist die Zeit. Saturn ist nichts anderes als Kronos. Kronos, der Gott der Zeit, weiß genau die richtige Zeitpunkt und die Veränderungen werden August da sein. Welche Träume sollen wir pflegen oder hindert uns etwas, unseren Träumen zu leben? Und das passt genau zu Träumen. Das ist der Traum, die Fantasie, die Vision. Das sollen wir auch ernst nehmen. Auch die Traumbilder sollen wir auch beachten. Weil was passiert im Traum? Im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung. Wir vergessen das auch. Manchmal träumen wir aber eine ganze Geschichte und das bleibt in Erinnerung. Und diese Träume sind die Sprache, die Seele. Und wir können in diesem Buch, in diesem Traum auch lesen. Das ist Traumdeutung, das ist Kunst. Und ich kann sehr gut Träume deuten. Ich mache das auch leidenschaftlich. Ich liebe das, Träume zu deuten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne zu mir wenden. Traumdeutung, der Sprache der Seele. Und wir dürfen das erlauben. Wir dürfen erlauben, unsere Träume zum Leben. Was gibt uns Kraft? Was sollen wir lernen? Von diesem Labyrinth raus, wenn es alles in die gleichen Kreisen dreht und immer wiederholt, dann kommt keine Verbesserung. Verbesserung kommt, wenn das wir verlassen, diese Karussell, diesen Kreislauf, wir verlassen. Und das ist die Befreiung, immer einen Ausweg zu finden. Bei jedem Problem gibt es eine Lösung. Von jeder Situation gibt es einen Ausweg, daran glaube ich fest. Und dann haben wir den Labyrinth verlassen und daran liegt unsere Kraft. Und das war dieser Saturn-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.